Scheiße, ich hab's falsch schon gemacht. Oh. Also erstmal haben wir hier einen Monster Crab von Nash. Hat bis jetzt am besten gefangen. Und dann machen wir einen Pop-Up drauf. Squid and Krill. Also beides ziemlich fischig oder zumindest nicht zumindest nach Naturgeschmack. Der Pop-Up ist halt dafür da, dass der quasi an der Oberfläche ist. Dass er halt nicht komplett in den Schlick einsickt. Jetzt kommt unser Spezialköder, mit dem haben wir bis jetzt am besten gefangen. Ananas Pop-Up, 15 mm und 21 mm Coconut Cream. Die letzten vier Fische waren da drauf. Also kann das nur was Gutes heißen. Mal gucken, wie es heute aussieht. Also auf Coconut Cream und Ananas würde ich auch beißen. Ja Mann, das ist einfach... Das oh mein Gott. Kann ich anziehen? Gleich, kann ich? Gleich, kann ich? Gleich, kann ich? Ja, nimm. Ist was Großes? Ja. Ist ehrlich? Ja. Nee. Das gibt's nicht, Junge, das gibt's. Digga. Da ist er, halt. Darf ich auch nochmal? Gleich. Digga. Ich hab ehrlich gesagt, wenn ein Alter, ich weiß, bin gerade so aufgeregt. Dann gönnen wir ein bisschen. Warum habt ihr schon mal so schnell einen Karpfen gefangen? Ja. Das ist eine Neuheit. Wenn er oben ist, dann muss er Luft haben und du kriegst ihn. Das ist so geil. Ja, da unten. Du musst aufpassen, wenn nicht hinter das Boot kommt, ne? Ey, einer muss von euch jetzt mal Rotfedern fangen, sonst kriegen wir keine mehr. Wir müssen dringend Rotfedern fangen. Ich will diesen, wir wollen alle den Fisch sehen live. Das, geil, kannst, du uns nicht, das kannst du uns nicht antun. Ist er schon oben jetzt, oder? Wieder direkt vor's Maul geworfen. Ja! Am Ende ist es so. Also ich sag. Andern, ne, da erkennt man das. Warte, noch nicht. Pass auf. Guck! Hier ist ein Fisch schon. Guck! Ja. Mitbekommen haben wir eben einen heftigen Karpfen, also was heißt heftig, aber 5 Kilo hatte der schon. Das habe ich mitbekommen, ja. Ja. Wo waren Sie in dem Moment oder was haben Sie empfunden? Ja, ich war gerade hier auf der Terrasse, da höre ich dann lauten Schrei von live, meinem Kollegen. Ja, da war ich natürlich erst überrascht, ich habe nicht geglaubt, dass wir direkt hier zum Erfolg kommen und so einen guten Fisch fangen, direkt zu Anfang. Bin natürlich direkt da hochgesprintet und ja, da hat sich Ben schon im Drill befunden und hat mich sehr gefreut für ihn, sein erster Karpfen. Ja, wirklich ein tolles Erlebnis, toller Fisch. Spüren Sie doch ein bisschen Neid gegenüber Ben oder komplett gar nicht? Neid gibt es bei uns nicht, außerdem habe ich schon den einen oder anderen auch besseren Fisch gefangen. Deswegen. Würden Sie konkret sagen, dass Sie besser sind als Ben? Darauf ich jetzt mich nicht stützen wollen, aber im Karpfengebiet sehe ich mich da schon mehr als eine Nasenlänge auf jeden Fall vorne, ja. Ja, das. Vielen Dank fürs Interview. Sehr gerne. Wir sehen, ob weiteres passiert, ne? Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ich auch. Das Ding ist, ich sag zu Paul, lass mal gucken, ob die überhaupt noch richtig sind und so, ne? Ja, ich möchte auch noch ein Bild mit dir machen, Digga. Nein, Ben, lass sie machen.